Diese kleine Scherbe lässt die Nürnberger Stadtgeschichte in einem ganz neuen Licht erscheinen. Denn dieses Stückchen Ton macht Nürnberg rund 150 Jahre älter als bisher angenommen. Also die ältesten Fundstücke, die wir gefunden haben, sind im Moment diese zwei verzierten Scherben. Es gibt auch noch einiges Unverziertes, das schwerer anzusprechen ist. Und da sieht man diese Verzierung auf den Schultern von den Gefäßen. Und die datieren in die Zeit kurz nach Karl dem Großen. Das bedeutet, dass Nürnberg schon zwischen 850 und 880 nach Christus besiedelt war. Gefunden wurden die Bruchstücke auf dem Gelände der IHK in der Waaggasse. Dort wird das neue Haus der Wirtschaft entstehen. Im September sollte eigentlich mit dem Rohbau begonnen werden. Der Zeitplan wird jetzt nochmal angeschaut und wahrscheinlich neu definiert mit den Funden, die hier gemacht wurden, die ja eigentlich sensationell sind, weil sie in der Tat die Geschichte Nürnbergs wohl neu schreiben. Insgesamt sind wir schon auch ein bisschen stolz, dass hier bei diesem Bauvorhaben in dieser Bedeutung Funde gemacht wurden. Für mich heißt es eigentlich ganz klar, der erste Nürnberger war ganz offensichtlich Kaufmann. Neben mittelalterlichen Steinfußböden und Mauern kam auch ein Erdblock ans Tageslicht. Für die Archäologen ist der wie ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch. Was man deutlich schon erkennt, wir haben so sehr dunkle Erdeinfüllungen. Wir haben diese mehr bläulich-gräulichen Einfüllungen. Das sind Lehmabdichtungen von Hausfußböden. Wenn man genau hinschaut, sind so kleine Holzsplitter dazwischen. Das sind die letzten Reste der Fußbodenbretter von Häusern. Und wir haben hier eine recht interessante Übereinanderabfolge von Häusern, die gebaut wurden, bewohnt wurden, nach etwa 50, 70 Jahren dann nicht mehr gut waren, wieder eingelegt wurden, neue Häuser wurden drauf gebaut. Und durch diese Abfolge kommen wir hier wie durch einen Schichtkuchen von der Zeit nach Karl dem Großen bis in die Zeit von Sigena, unserer ersten schriftlichen Stadterwähnung. Und die ist datiert auf das Jahr 1050. Bisher gingen die Forscher davon aus, dass Nürnberg um 950 nach Christus besiedelt wurde. Diese Zahl muss jetzt wohl korrigiert werden. Wie weit wird sich noch zeigen, denn die Ausgrabungen dauern mindestens noch bis zum Jahresende. Wer weiß, welche interessanten Details zur Nürnberger Stadtgeschichte noch zutage gefördert werden. Wir werden die Fundstücke selbstverständlich dann auch zeigen, nicht alle, aber ausgewählte. Und was mich begeistert und auch berührt bei den Fundstücken ist, dass wir eigentlich über die Funde hier am Standort die Geschichte Nürnbergs über alle Epochen hinweg, von der ersten Besiedlung bis zum Feuersturm Januar 1945 nachzeichnen können. Und das ist schon toll und das werden wir entsprechend in unserem neuen Gebäude zeigen und der Öffentlichkeit selbstverständlich zugänglich machen. Bis dahin müssen sich Interessierte allerdings noch etwas gedulden. Denn dank dieser kleinen Tonscherbe wird das neue Haus der Wirtschaft wohl erst 2018 fertig.